Jetzt möchten wir Ihnen eine Frau vorstellen, die einen Text geschrieben hat, der in den letzten Wochen wirklich Millionen von Menschen im Internet begeistert hat, dort ganz hohe Wellen schlägt in den sozialen Medien, weil er so sehr berührt. Und wir starten das Gespräch jetzt mit einem Auszug aus diesem Text. Ich bitte um einen großen Applaus hier im Publikum für Lea Weigand. Ja, also ich trete eigentlich immer im Stehen auf. Ihr seid jetzt Zeugen einer Sitzpremiere. Also was Pflegekräfte häufig zu hören bekommen, wenn sie sagen, dass sie in der Pflege arbeiten, ist die Antwort, boah krass, du arbeitest in der Pflege. Also ich könnte das ja nicht. Und darauf habe ich eine Antwort geschrieben. Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und wasche manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Habe in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten 10 großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten, von außen und von innen und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich lernte, wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur zuhören das größtmögliche Glück. Ich lernte genau hinzuschauen, beginnend bei den Augenbrauen bis runter zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Und weil ich all das mühsam lerne, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vom Personal nur ertauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren. Aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Sälbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen. Werde Medikamente vertauschen aus Versehen und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll, Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so. Du hast diesen Text im Mai zum ersten Mal vorgetragen bei einem Event in Hamburg, etwas kleinerer Rahmen. Dann wurde er im Dezember im Internet veröffentlicht, hochgeladen auf verschiedenen Plattformen. Du hast damit Millionen von Menschen erreicht und offenbar auch berührt. Welche Reaktionen hast du bekommen? Also es war sehr, sehr überwältigend, diese Reaktion. Ich hatte auch eigentlich ganz vergessen, dass das Video aufgenommen wurde und das ist dann halt erschienen. Und dann, ja, war es irgendwie krass zu beobachten, wie viele Leute das anklicken und dann vor allem, wie viele das kommentieren. Und für mich war es dann irgendwie voll besonders zu sehen, wie unter diesem Video so eine Vereinigung passiert ist. Also wie Tausende von Pflegekräften dort geschrieben haben, dass das ist, was sie fühlen. Und dass dann da so eine Community entstanden ist. Und das hat mich irgendwie, ja, mich dann wiederum berührt. Weil du ihnen eine Stimme gegeben hast damit. Ja, das waren so die Kommentare, die mich als Schreibkünstlerin halt so am meisten berühren. Oder das ist ja das größte Kompliment für mich, wenn mir jemand sagt, dass ich jemandem eine Stimme gegeben habe, wo vorher keine war. Oder dass ich das ausdrücken konnte, was jemand nur fühlen kann. So. Ja. Ich habe ein bisschen geguckt bei den Reaktionen und mir ist eine besonders ins Auge gesprungen. Und zwar ist die veröffentlicht auf Poetry Slam TV, wo dein Text eben auch zu sehen und zu hören ist, wie du ihn vorträgst, von Lucia Eder.
Sie schreibt, ich bin Putzfrau in einem Spital. Ich sehe jeden Tag die verzweifelten Augen vom Personal, die an diesem fehlerhaften System fast zerbrechen. Also wirklich wahre Worte. Ich bedanke mich ehrlich dafür. Du erreichst nicht nur Krankenpfleger damit. Ja. Ja, das ist sehr besonders zu hören. So. Es sind teilweise auch wirklich tiefgreifende Schicksale, wenn Leute mir dann Nachrichten schreiben, auch privat, wo sie erzählen von ihren Burnouts, von ihren psychophysischen Breakdowns. So. Also das ist schon auch für mich dann jetzt sehr hart zu lesen, so, was es eigentlich alles für Schicksale gibt. Also vieles davon weiß ich natürlich, aber das jetzt so geballt auch zu hören. Ja. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.